Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine interessante Begegnung. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. Die Reds haben Anstoß. Der ist nicht drin, gehalten. Sie schirmen den Ball ab. Liverpool hätte da gerne das 1:0 gemacht. Das ist nicht. Oh, das wird gefährlich. Super gemacht vom Torwart. Jetzt der Eckball. Nein, keine gute Befreiung hier. Ballverlust Liverpool. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Virgil van Dijk spielt neben Ibrahima Konaté in der Abwehr. Thiago Alcantara steht mit Fabinho im Mittelfeld. Und sie starten nicht so offensiv. Vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mitt... Oh, jetzt haben sie die Chance. Gar kein Zweifel. Elfmeter. Hartes Einsteigen. Zu hart, sagt die Schiedsrichterin. Und ich gebe ihr da absolut recht. Klar, den Elfmeter muss es geben. Aber... ist das auch gelb? Ich glaube schon. Ah, aber sie zeigt keine Karte. Klasse, hält den Elfer. Super reagiert vom Torhüter. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Die Ecke kommt rein. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Die Chance für den Konter. Oh, Unmut bei den Fans. Kein Elfmeter. Enge Entscheidung. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Aber wir sehen's. Ballverlust. Jürgen Ekelenkamp. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Thiago. Da hat Thiago einige Optionen. Thiago! Tor durch Thiago. Wichtig, dass sie hier das erste Tor des Spiels machen. Und da sehen wir wieder, was das für ein unglaublich wichtiger Mann ist. Power, da gibt es nichts zu halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Jürgen Ekelenkamp. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Jetzt Thiago Alcantara. Thiago mit der Chance. Sie ziehen davon, unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Jürgen Ekelenkamp. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Das ist die Chance. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Dieser Gegentreffer, der schmeckt dem überhaupt nicht. 2:1, hier ist noch alles drin. Nachspielzeit ist angezeigt, es gibt noch 1 Minute obendrauf.
Pausenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende, kurz durchatmen, dann geht's hier weiter. Die Schiedsrichterin pfeift wieder an. Wir gehen rein in Durchgang 2. Salah. Die Riesenchance. Liverpool legt nach. Die Führung beträgt jetzt also 2 Tore. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Keita. Jetzt können Sie es machen. Er macht das Tor und damit hat er heute einen Doppelpack. Tolles Horn, aber wer weiß, das könnte jetzt nochmal ein völlig anderes Spiel werden. 3-2 also. Da ist alles drin. Keita. Ja, wird hier gut unterstützt. Die Chance jetzt. Da schießt er. Alisson verhindert das Tor aus nächster Nähe. Was für ein sensationeller Reflex. Liverpool mit dem Wechsel. Jetzt die Ecke. Da lässt er nichts zu. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Das könnte gefährlich werden. Die Balleroberung. Sie bekommen den Abstoß. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ganz energisch. Ganz wichtig, da muss er hin. Darwin. Die Mitspieler bieten sich an. Gut, wie er den Ball abblockt. Sie versuchen es. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Sie schirmen den Ball ab. Thiago. Henderson. 6 Minuten sind noch zu gehen. Ah, guter Steilpass hier. Gute Idee, dieser Ball. Super gemacht, er macht sein nächstes Tor. Nummer 2 am heutigen Tage, er zeigt, wie torgefährlich er ist. Hier ist dieses Tor. 4-2 steht es damit. Hier ist einiges los. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Jordan Henderson. Jetzt sind wir am Ende dieser Partie angekommen. Schlusspfiff und die Gastgeber sind der Verlierer dieses Spiels.
Sie verlieren ja also ganz knapp und die Frage ist, welche Schlüsse Sie daraus ziehen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.